Was kann man gegen Einflüsterungen im Gebet tun? Und du hast schon richtig gesagt, es gibt den Hadith, dass man dreimal auf die linke Seite trocken spuckt, an-nafth, dreimal, yanfuthu thalathan. Das stimmt. Aber mein lieber Bruder, es gibt ein schönes Buch von dem Sheikh Munajjid, 33 Gründe für die Demut im Gebet. Das ist sehr zu empfehlen. Da wird auch das behandelt, tatsächlich. Ja, gibt es auf Deutsch, gibt es auch auf Arabisch. Asl ist auf Arabisch. Thalatha wa thalathuna sababan lil khushu'i fi s-salah. 33 Gründe für die Demut. Unter anderem natürlich, was erwähnt wurde in diesem Buch, ist, dass man kurz bevor man betet, natürlich muss man sich für das Gebet bereit machen. Das bedeutet, alles abstellen. Du guckst nicht nochmal Telefon oder irgendwelche Nachrichten. Du liest nicht Witze, zum Beispiel während du oder kurz bevor du betest oder irgendwelche Sachen, was dich aufregt. Ja, das bedeutet, du, ganz im Gegensatz, du liest zum Beispiel Koran, du steigst dann Iman und machst Dhikr. Natürlich, Einflüsterung kommt ja nicht nur im Gebet. Vor allem im Gebet, und das gibt einen Shaitan, der Khinzib heißt oder Khunzib, im Hadith erwähnt, dass er extra kommt für das Gebet, um dich durcheinander zu bringen, um dir zu sagen, du hast, erinnere dich an das oder erinnere dich an das. Ja, das, er gibt dir irgendwelche Bilder. Weißt du noch, gleich gibt es, und guck mal im Fernsehen, und dann gibt er dir irgendwelche Bilder ein und irgendwelche Geschichten, und du hörst ihm einfach nur zu. Du hörst ihm zu und dann sagst, wie viel habe ich jetzt gebetet, 3 oder 4? Wie ist Imam hat uns Salam gegeben, wann haben wir denn angefangen? Ja? Warum? Weil du Shaitan zugehört hast. Also Khushu' tatsächlich, meine lieben Geschwister, kann man lernen, kann man stärker machen. Wer sich mit Allah beschäftigt, wer mehr Dhikr macht zum Beispiel, wenn du Dhikr machst vor dem Gebet, wird dich im Gebet wenig Waswas treffen. Ja? Weil der Shaitan wird gucken auch, wen er am leichtesten bekommen kann. Wenn du ihm nicht zuhörst, zum Beispiel, Wallahi mathalul a'la, es gibt einen Mann, dem willst du eine Geschichte erzählen. Ja? Und der hört dir aber nicht zu. Du redest bla 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 und der guckt einfach weg. Was wirst du machen? Was willst du machen? Du willst weggehen. Der hört mir gar nicht zu. Sahih? Jetzt gibt es einen anderen Mann. Du erzählst ihm bla 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 und der hört dir zu. Echt? Wirklich? Oh, wirklich? Erzähl mal. Wie ist denn? Oh, entspannend. Was wirst du machen? Du wirst weiter Gas geben. Sag ja, weißt du noch? Und hörst dem Shaitan aktiv zu. Du hörst ihm aktiv zu. Und wenn du ihm zuhörst, wirklich denkt man an das, gleich gibt es das Essen. Hast du, war das jetzt, hat der, und, so, und gibt er sogar, Subhanallah, ist mir auch natürlich passiert, dass ich kurz vor der Prüfung, Diplomprüfung, habe ich gebetet, weil ich musste beten natürlich, und dann kommt der Shaitan zu mir natürlich. Was gibt er mir? Er gibt mir die Lösung. Er gibt mir die Lösung für die Prüfung. Er sagt mir, das ist es. Genau so musst du es machen. Denn, und dann fängt er an zu erklären, Subhanallah, Professor. So und das ist der richtige Weg. Und wenn du das machst, musst du so und das ist 100%. Und ich sage, ja, stimmt, könnte gut sein. Ja, 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 eine gute Idee. Und dann, Salam alaikum, Salam alaikum. Du Hund, das war falsch. Ja? Er hat mich angelogen. Nicht nur, dass er mich die ganze Zeit an mein Gebet geklaut hat und mich abgelenkt hat, hat mir sogar eine falsche Lösung gegeben. Aber wann? Erst nach dem, mit dem Teslim oder kurz davor. Ja, jetzt kann es überhaupt sein? Warte mal, Salam alaikum, Salam alaikum. Nee, das kann gar nicht sein, du Verfluchter. Ich bin selber schuld. Weil ich habe ihm mein Ohr gegeben. Ah, erzähl mal, oh, interessant, gut, was du sagst. Er hat mich angelogen. Ja? Khadulan, Khadulan.
Er lässt im Stich. Er wird dir Sachen, er wird dir Sachen versprechen, aber er lässt dich dann im Stich. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Der Mensch, der Shaitan lässt den Menschen im Stich, verspricht dir Dinge und dann bricht er einfach. Hat kein Problem damit. Hat kein Problem damit, dass er dich anlügt. Na und? Selber schuld. Du bist blöd genug, dass du ihm zuhörst. Khalas, selber schuld. Weißt du das nicht? Er hat Adam angelogen, hat bei Allah geschworen sollen und sich soll er nicht belügen. وَقَاسَمَهُمَا. Hat Adam und Hawa angelogen und hat bei Allah geschworen. Wallahi, ich schwöre bei Allah, ich sage dir die Wahrheit, ich bin ein guter Ratgeber, ich würde dich niemals belügen, und hat sie belogen. Ist von diesem Baum. إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ. Ihr werdet, wenn ihr davon esst, werdet ihr beide Engel werden. Und ihr werdet für ewig leben im Paradies, niemals sterben. Subhanallah. وَقَاسَمَهُمَا. Und er hat bei Allah geschworen. Adam hätte nie, alayhi salam, nie gedacht, dass jemand Allahs Namen in den Mund nimmt und lügt. Niemals. Aber Shaitan hat kein Problem damit. Lügbar, Wallah, Wallah ist so, Wallah ist so. Wie wir heute auch viele Shayatine hier. Wallah, Wallah, neu. Wallah, neu Handy, Wallah, neu Handy. Gekratzt. Kratzer, Wallah, neu. Kratzer. Egal. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً.